wünsche allen einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur heutigen Marktanalyse. Ich hoffe, alle sind gut ins neue Jahr gestartet. Viele fragen sich, wie es 2023 an den Märkten weitergehen könnte. Sechs große Themen könnten die Entwicklung maßgeblich beeinflussen. Dies ist jetzt der erste Teil von zwei. Heute geht es vor allem um die Liquidität, Chinas Wiedereröffnung und auch das Zusammenspiel zwischen Inflation und Rezession. Und bevor wir loslegen, gibt es wie immer den obligatorischen Risikohinweis. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen soll sich natürlich bewusst sein. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Auch nochmal der Hinweis darauf, dass Sie bei XTB bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 Euro provisionsfrei Aktien handeln können. Ich denke, das dürfte für viele interessant sein. Gerne mal reinschauen. Es gibt über 3.000 Werte, die wir im Angebot haben. Und das Ganze gibt es dann in unserer hauseigenen Handelsplattform, der XStation 5 und auch der Trading App. So, wir widmen uns den wichtigsten Themen für dieses Jahr. Wir gehen noch in den Vollbildmodus, damit Sie gleich die Grafiken besser sehen können. Und wir schauen uns mal an, was es zur Liquidität so zu sagen gibt. Ich denke, die Liquidität ist das, worauf sich die Märkte primär fokussieren werden. Das war in der Vergangenheit der Fall. Und also nicht nur, weil weniger Geld auf dem Markt niedrige Bewertung bedeutet, wie wir das eben sehr schön hier in der Grafik sehen, sondern auch, weil ein erheblicher Rückgang der Liquidität das Risiko eines systemischen Ereignisses erhöht. Wir erinnern uns zum Beispiel 1998, da gab es den Konkurs von LTCM, dem Hedgefonds, oder auch bei der Lehman Brothers Pleite im Jahr 2008. Und was wir hier jetzt sehen, ist, dass wir eine sehr starke Korrelation haben zwischen den Entwicklungen an den Aktienmärkten, S&P 500 in gelb und Nasdaq 100 in rot. Und hier haben wir eben die Liquidität in grün hinterlegt. Und da sehen wir eben, dass die Märkte also sehr, sehr sensibel darauf reagieren, wenn dem Markt Liquidität entweder entzogen wird oder wenn Liquidität dazukommt. Wir gehen mal rüber kurz in die X-Station und wollen uns mal diese Lage an der Wall Street und auch beim DAX mal etwas näher anschauen. Hier gibt es mal einen Vergleich. Sie sehen, dass es hier nur eine Kerze jetzt beim DAX gibt für die heutige Sitzung. Liegt daran, dass die Börsen in den USA geschlossen haben, urlaubsbedingt. Und ja, jetzt ein schönes Plus beim DAX, aber die allgemeine Lage, da sehen wir eben, der Dow Jones hält sich eben relativ gut, hat aber in jüngster Vergangenheit eben auch einige Abgaben erfahren. Und wer sich dann mittelmäßig hält, das ist der S&P 500, und nicht sonderlich gut sieht es beim Nasdaq 100 aus. Und der könnte dann vielleicht auch der Index sein, der am anfälligsten ist für weitere Verluste. Schauen wir mal auf den S&P 500 Wochenchart. Wir sehen einen intakten Abwärtstrend aus dem letzten Jahr, eine schöne Gegenbewegung bis zum 78,6% Retracement, dann aber auch wieder der Rücksetzer, der Rückgang unter den EMA 21, und das war in der Vergangenheit immer ein Signal, dass die Verkäufer grundsätzlich einen Vorteil haben. Es muss also einiges passieren. Momentan wäre aus technischer Sicht also zu erwarten, dass wir den Trend fortsetzen, sprich, dass wir tiefere Tiefs sehen werden in naher Zukunft. Andererseits könnte man sich eben auf eine mögliche Umkehr konzentrieren, also Signale, die auf eine Erholung hindeuten. Wir wissen aber auch, dass es viele Widerstände gibt. Wir haben einmal den gleitenden Durchschnitt, EMA 21. Dieser muss nachhaltig zurückgewonnen werden. Das wäre eine erste wichtige Hürde und auch ein Entspannungssignal, sollte dieser gleitende Durchschnitt nachhaltig zurückgewonnen werden. Das war ja bisher nicht sonderlich erfolgreich. Und dann haben wir eben vor allem dieses Hoch hier vom August. Ja, das wäre von der großen Trendstruktur her der entscheidende Widerstand. Und erst da würde sich eigentlich entscheiden, ob es dann einen neuen Aufwärtstrend oder einen neuen Bullenmarkt gibt oder ob vielleicht die Bären dann auch wieder übernehmen. Wir wechseln mal rüber zum Nasdaq. Hier sehen wir, dass die Entwicklung natürlich sehr ähnlich aussieht
wie beim S&P 500, mit dem großen Unterschied aber, dass der Abstand zum Tief vom Jahr 2022 aktuell nur knapp 5% beträgt. Also das ist der Schlusskurs vom letzten Jahr. Und da fehlt also nicht viel. Das heißt, sollte sich die allgemeine Stimmung verschlechtern, dann könnte es vermutlich der Nasdaq 100 sein, der hier als erstes sozusagen die Tiefs des letzten Jahres unterschreitet. Wir gehen mal rüber zum DAX. Der Wochenchart zeigt, dass sich kurzfristig auch einiges getan hat. Und zwar hat der Index die dritte Verlustwoche in 4 Wochen verbucht. Hier gab es mal so eine leichte Gegenbewegung mit einem Doji, aber diese Erholungen oder Erholungstendenzen während der Woche, die wurden dann genutzt, um den Markt wieder unter Druck zu setzen. Und jetzt sehen wir zu Jahresbeginn den Versuch, sich zu erholen. Und wir sehen eben auch, dass der Markt schon seit einigen Wochen rund um die Marke von 14.000 Punkten oszilliert. Also keine wirkliche klare Entscheidung. Und allgemein würde ich aber sagen, wichtige Widerstände wurden durchbrochen. Der EMA wurde auch zurückgewonnen. Das heißt, wir haben eigentlich grundsätzlich ein bullisches Umfeld. Bedeutet aber nicht, dass der Markt nicht nach unten abdriften kann. Ich denke, dass es gerade in diesen Zeiten zu viel Volatilität kommen könnte. Volatilität bedeutet, Volatilität kann nach oben, aber auch nach unten auftreten. Und wir wissen, der DAX ist auch sehr stark von der Wall Street abhängig. Das heißt, wenn die Indizes, wie wir das gerade gesehen haben, S&P 500 und Nasdaq 100 nachgeben, vielleicht der Nasdaq auch sozusagen die Tiefs vom letzten Jahr unterschreitet, dann könnte auch der DAX sehr schnell unter Druck geraten. Andererseits könnte es vielleicht der DAX sein, der sich auch dann vielleicht schneller erholen könnte, weil er eben die bessere technische Ausgangslage hat. Wir wechseln mal rüber in den 4-Stunden-Chart, wollen uns mal überlegen, was vielleicht kurzfristig passieren könnte. Hier sieht man das ganz gut. Wir haben mehr oder weniger eine Seitwärtsphase, die jetzt auch schon seit einigen Wochen anhält. Wir wollen es aber noch mal ein bisschen konkretisieren. Wir sehen nicht nur kurzfristige Schwankungen rund um den EM21 hier im 4-Stunden-Chart, sondern wir haben hier einen letzten Abwärtsimpuls. Mit diesem sind wir unter die lokalen Tiefs gerutscht. Das bedeutet, dass das Bärenlager kurzfristig einen Vorteil hat. Anstiege sind also als Aufwärtskorrektur einzuordnen und könnten ein Grund sein, den Markt abzuverkaufen. Das wäre zumindest die ganz kurzfristige Perspektive. Wenn wir eine Rückkehr sehen über den gleitenden Durchschnitt, was wir aktuell sehen, müssen aber schauen, dass es auch nachhaltig ist. Wir sind im 4-Stunden-Chart, das heißt, die Kerze um 12 Uhr oder die Kerze, die um 12 Uhr schließt, wird uns mehr Hinweise liefern und den entscheidenden Widerstand, den haben wir dann eigentlich erst hier oben. Das heißt, der Bereich muss durchbrochen werden und dann könnte man vielleicht erwarten, dass wir einen neuen Aufwärtstrend einleiten, zumindest im kurzfristigen Bild. Das heißt, schöner Anstieg im kurzfristigen Bild. Aber das reicht eben nicht, um einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten. Wir gehen mal rüber in die Präsentation. Und was natürlich jetzt dann im Hinblick auf die Liquidität wichtig ist, wird natürlich sein, wie viel Geld dann die Zentralbanken dem Markt entziehen. Also Jerome Powell von der Fed hat ja gesagt, dass er mit den Reserven des Bankensystems nicht so tief wie 2018 runter will, was dann als Spielraum für einen Rückgang der Reserven um sagen wir 800 Milliarden Dollar interpretiert werden kann. Ja, das sind so Schätzungen. Und gleichzeitig gibt es aber auch mehr als 2 Billionen Dollar an Reverse Repos, die dann so eine Art Puffer für die Reserven darstellen. Das hatten wir auch schon mal in vergangenen Videos ein bisschen thematisiert, dass man eben so eine Art Puffer aufbaut. Und wenn die Fed also will, kann sie die Bilanzsumme auf unter 7 Billionen Dollar senken. Und wir erinnern uns daran, der Höhepunkt, der lag ja so bei 9 Billionen Dollar.
Wenn wir schon über die Zentralbanken sprechen, dann müssen wir natürlich auch die EZB erwähnen. Und die EZB wird ab März offiziell mit der quantitativen Lockerung beginnen. Aber ihre Bilanz hat sich bereits um etwa 800 Milliarden Euro verringert. Das ist jetzt ja zum Beispiel mehr als der gesamte Kryptomarkt, was hauptsächlich auf die vorzeitigen TLTRO-Rückzahlungen zurückzuführen ist. Das sind diese Targeted Longer Term Refinancing Operations. Es lohnt sich auch, oder wir schauen vielleicht nochmal kurz auf den Euro-Dollar. Auch hier sehen wir, dass sich der Euro sehr stark erholen konnte gegenüber dem Dollar. Wir sehen einen Richtungswechsel, da der letzte wichtige Hochpunkt durchbrochen wurde. Es gab auch eine Rückkehr über den gleitenden Durchschnitt. Und durch diesen schönen Impuls haben wir grundsätzlich aus technischer Sicht einen neuen Aufwärtstrend. Was bedeutet, dass wir in Zukunft auch einen höheren Euro-Dollar-Kurs erwarten sollten, zumindest solange wichtige Unterstützungsmarken nicht durchbrochen werden. Das heißt, wir wechseln mal in den 4-Stunden-Chart und hier haben wir eine recht klare Aufwärtstrendstruktur. Aktuell wird zwar korrigiert, Korrektur bedeutet aber neue Chance, um sich dem Aufwärtstrend anzuschließen, zumindest eben solange dieser wichtige Tiefpunkt hier unten bei 1,0638 nicht nachhaltig durchbrochen wird. Das heißt, momentan würde ich erwarten, dass der Markt versucht, sich weiter nach oben zu kämpfen, um was zu tun, die nächsten Kursziele im Wochenchart zu erreichen. Wir sind hier bei 1,0787, das wäre ein wichtiger Hochpunkt, und weiter drüben hätten wir die 1,1180er Marke. Ich wäre pessimistischer gegenüber dem Euro, wenn diese 1,0638er Marke nicht halten sollte, würde da aber nicht von einem Richtungswechsel sprechen im großen Bild, sondern lediglich von einer Korrektur im Wochenchart. Das könnte zumindest ein Auslöser sein, der ja, na, das Paar vielleicht unter Druck setzen könnte. Was sich auch lohnt, ist auch ja, sich mal die Bank of Japan anzuschauen. Da wird es dann einen Wechsel geben an der Spitze. Der Vorsitzende wird dann im April gewechselt und da wird man sich dann eben mal, ja, wird man natürlich ja, überlegen, ob es da vielleicht nicht eine Abwendung gibt von dieser sehr expansiven Politik vom aktuellen Vorsitzenden Kuroda. Und ja, ich denke, für die Währungshändler wird das vermutlich so eines der Highlights sein. Wir gehen mal rüber nach Asien bzw. zur Wiedereröffnung Chinas. Und dieses Schaubild erklärt den Anstieg der chinesischen Aktienkurse in letzter Zeit. Die Aktienkurse sind ja in China sehr stark nach oben gelaufen und die Wiedereröffnung der Wirtschaft könnte potenziell Einsparungen in Höhe von 10% des BIP freisetzen. Es gibt allerdings einige Fragen, die sich in diesem Zusammenhang natürlich stellen. Werden wir nicht zuerst eine riesige Welle von Krankenhausaufenthalten erleben, die die Wirtschaft leben wird? Also es gab eine Studie im Nature Magazine, also das ist ein britisches Wissenschaftsmagazin. Da gab es eine interessante Ausgabe vom Mai 2021 und da gab es eine Studie, die davon ausging, dass man fast 8 Millionen Krankenhausaufenthalte sehen könnte und 1,6 Millionen Todesfälle. Welche Auswirkungen hat das auf die weltweite Inflation? Die erhöhte Nachfrage aus China und eine mögliche vorübergehende Lähmung könnten den Kampf der westlichen Zentralbanken gegen die Inflation natürlich erheblich verlängern. Ja, wir sehen, die Inflationsraten gehen bereits runter, etwas stärker in den USA als zum Beispiel in der Eurozone, aber der Kampf ist noch lange nicht gewonnen. Dann auch noch, inwieweit wird die Zentralbank in China den Aufschwung durch die Straffung neutralisieren? Wird dies zu einer Erschütterung des Immobilienmarktes führen? Also der Immobilienmarkt ist natürlich ein sehr starker und auch beliebter Markt in China und der möchte natürlich auch wiederbelebt werden. Und die Wiedereröffnung Chinas ist eine potenziell sehr positive Nachricht für die Schwellenländer, insbesondere in Asien. Es ist aber auch sehr wichtig zu bedenken, dass die Märkte einen ja, großen Teil vermutlich schon eingepreist haben.
Wir haben jetzt das Thema Inflation noch angeschnitten, und deswegen werden wir da auch weitermachen. Dazu auch noch ein paar interessante Grafiken. Die Grafik hier oben weckt immer wieder Hoffnung auf ein FED-Pivot, also einen Richtungswechsel der FED. Richtungswechsel bedeutet nicht, dass weniger stark gestrafft wird, sondern dass wirklich die Zinsen wieder zurückgeführt werden, dass sie wieder fallen. Sinkende Preise für einige Rohstoffe oder Komponenten, Frachten und ähnliches manifestieren sich in einem Rückgang des Preisindex der ISM-Umfrage in Regionen, die ein vollständiges Ende der Inflation im nächsten Jahr erwarten lassen. Wir sehen hier oben einmal die Inflation in grün und die ISM-Preise bzw. der ISM-Subindex, das ist sozusagen ein Unterindex bezüglich der Preise. Allerdings, also da gibt es eben diese starke Abweichung. Allerdings muss man sich eben, ja, muss man vorsichtig bleiben. Man darf keine voreiligen Schlüsse ziehen. Dieselben Daten für einen längeren Zeitraum, das sieht man nämlich hier unten, zeigen, dass die Schwankungen dieser gezahlten ISM-Preise sich oft überhaupt nicht merklich in Inflation niederschlagen und ein ähnlicher Rückgang, wie wir das zum Beispiel 75 gesehen hatten, reichte eben nicht aus, um die Inflation zu stoppen. Ja, da sehen wir hier nochmal in grün, dass die Inflation zwar zurückgeht, aber die Korrelation ist dann eben vielleicht doch nicht immer so stark, beziehungsweise gerade wenn es eben sehr volatile Phasen gibt, dann zieht eben die Inflation nicht unbedingt nach. So, darüber hinaus zeigt der Dienstleistungssektor ein weniger optimistisches Bild. Der ISM-Preisindex, also wir haben es ja eben auch schon gesehen für das verarbeitende Gewerbe, dass wir jetzt mal den Dienstleistungssektor uns nochmal vornehmen. Und dieser Index liegt trotz des Rückgangs in der Nähe der Spitzenwerte des vorangegangenen Jahrzehnts. Was? Stark überspitzt auf einen Rückgang der Kerninflation auf nur 4% hindeutet. In früheren Rezessionen betrug der Abstand zwischen dem Tiefpunkt des ISM-Preisindex für den Dienstleistungssektor und dem Tiefpunkt der Kerninflation bis zu 24 Monate. Also da sehen wir eben auch ja, gewisse ja, entsprechende Effekte. Die FED wies auch darauf hin, dass die Inflation im Dienstleistungssektor hartnäckig sein könnte. Also nur weil die Inflation aktuell zurückgeht, bedeutet das nicht, dass sie das jetzt einfach durchgehend tun wird, bis das Inflationsziel von 2% erreicht wird, sondern es kann eben auch sein, dass sich die Inflation eben festigt auf einem hohen Niveau oder einem Niveau, das eben nicht ausreicht, um einen Richtungswechsel der FED zu rechtfertigen. So, da sind wir durch für heute. Morgen gibt es Teil 2. Da werden wir uns dann, wie Sie sehen, unter anderem mit dem Thema Kryptowährung beschäftigen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie da auch wieder einschalten. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie auch einen Daumen da lassen und abonnieren. Ich wünsche allen viel Erfolg für die heutige Handelssitzung. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.